Moin, hier sind Olaf und Monchi vom Feine Sahne Fischfilet und ihr guckt Berlin Music TV. Ist so. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir sind heute nicht wasted in Jamen, nein, wir sind wasted in Schesel mit Feine Sahne Fischfilet. Ich grüße euch ganz lieb. Moin Moin. Hallo. Habt ihr euch jetzt für so ein großes Festival was Besonderes ausgedacht? Oder Pyros, Konfetti, Bier? Ja, zünden dürfen wir nicht. Von uns gleich verboten, weil wir letztes Jahr schon immer alles angerissen haben. Ärgerlich. Mal gucken, ich habe keine Ahnung, was da geht. Ja, Konfetti macht ja jeder, ne? So immer Glitzer in der Fresse und Scheiße im Gehirn, ne? Ich weiß es nicht. Und fühlen sich alle wild und rebellisch. Ja, wir haben wirklich, jetzt pass auf, wir haben eine halbe Stunde in der Band gequatscht, was wir für eine Bühnenshow machen können. Ist erbärmlich, ja. Was ist, haben wir gesagt? Wir haben gesagt, das und das und das. Der hat ja jeder schon gemacht. Wenn du denn mal eine besondere Idee hast, hast du gesagt, ja, hat Deichkind gemacht. Wirkt peinlich. Aber deswegen ihr informiert euch schon, ja? Ja, ja, klar. Reflektierte Bengel. Ja, und was haben wir gemacht? Wir haben gesagt, wir kaufen einfach immer eine Stiege Pfeffi. Ja, das ist so unsere Bühnenshow. Wirkt affig, aber kommt bei der, ja, kommt bei dem Pöbel an. Ne? Ja, natürlich. Der Schnaps ist teuer. Festival, oder? Ja, der Schnaps knallt. Ich meine, jetzt sagen die, ja, so ein Scheiß aufgeblasen ist. Das Boot, ne, bricht in die Hand. Ne? Mit diesen Menschen hier kann es immer so weitergehen. Die letzten beiden Jahre waren sehr erfolgreich für euch mit eurer Kooperation im Verfassungsschutz. Was habt ihr denn jetzt für 2014 geplant? Ist der Verfassungsschutz aktuell zu busy mit der NSA? Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, der Verfassungsschutz beschäftigt sich mit vielen Sachen, aber nicht mit den Sachen, die er sich beschäftigen sollte. Ja? Weiß nicht, wenn man so auf den NSU oder so schaut. Ja. Vielleicht hat er sich damit beschäftigt, aber er hat ihn aufgebaut. Ja? Und damit hat er sich schon beschäftigt, aber nicht auf die Art und Weise, wie ich es mir vorstellen würde. Und ich glaube, für uns sozusagen 2014 ist irgendwie natürlich, aber auch so wie letztes Jahr halt irgendwie ein besonderes Jahr. Ja, ich finde es auch düsig, immer zu sagen, ja, ist so besonders, es entwickelt sich irgendwie und wir sind da irgendwie gespannt, was da kommen mag. Was treibt ihr denn eigentlich außer der Auflösung staatlicher Strukturen so nebenbei mal, wenn ihr nicht auf Festivals seid? Also, in der Ostsee baden. Jo, baden tun wir gern, baden. Mit Freunden an der Ostsee hängen. Bisschen proben manchmal. Ja, proben tun wir viel. Ich glaube, wir wiederholen jetzt. Ja, wenn es irgendwie geht, weiß ich nicht. Backpfeifen an Nazis verteilen, ja. Wenn so einer mal rüberläuft. Ja, ansonsten mit Freunden irgendwie viel abhängen. Wir sind halt gerade wirklich mega viel im Proberaum. Wir sind einfach jetzt 2,5 Monate jedes Wochenende unterwegs. Und ich glaube, da ist es dann irgendwie toll, wenn man mal so 2-3 Momente hat, wo Ruhe ist. Ja. Wo du nicht irgendwie nur so funktionieren musst, sondern wo du mit den Freunden wirklich. Also für mich, oder ich glaube auch, wir hängen ja auch irgendwie viel zusammen rum. Irgendwie ist es wirklich so, dann mal zum Strand fahren, an die Ostsee fahren, ins Meer springen, ja, uns da 10 Minuten entfernen und das dann halt auch irgendwie den Luxus zu nutzen und die Ruhe und dann halt wirklich auch mit Freunden, ja, die wir nicht erst irgendwie seit einem Jahr kennen oder so, ja. Seid ihr noch Freunde innerhalb der Band? Die Band ist noch befreundet, aber Monchi ist da ausgeklammert sozusagen. Monchi fährt immer alleine im Nightliner, die Band fährt halt immer ein kleines Auto. Ach, da ist das Budget aber da, ja? Ja, für Monchi ist das Budget da, ja. Wer hat, der kann, ne? Nee, ich glaube irgendwie, man geht sich natürlich irgendwie ab einem gewissen Grad, wir waren letztes Jahr 43 Wochenenden unterwegs, ja. Da gehst du dir auch irgendwann mal gehörig auf den Zeiger. Aber ich glaube, dafür ist das wirklich noch echt gut oder so, ne? Dass wir auch mal. Ich glaube, du lernst halt irgendwann den anderen so gut kennen, dass du weißt, okay, jetzt halte ich die Fresse, beziehungsweise er weiß, jetzt halte ich die Fresse, sonst redet der andere durch. Ist auch eine gewisse Hassliebe, ja, so, natürlich, wenn du halt mega viel unterwegs bist, immer auf Nanner hockst. Aber natürlich, wenn es dann darauf ankommt, sozusagen, glaube ich, keine Ahnung, als Band musst du irgendwie auch auf einer gewissen Art und Weise so eine kleine Gang sein. Das heißt, wenn unser Trompeter Schnaps geklaut hat und dann Ärger kriegt, natürlich verteidigen wir ihn. Ja, natürlich stehen wir da zusammen. Lachend um die Häuser ziehen. Wir fliegen weit hinaus.
Wenn ich jetzt mal beispielsweise und ihr nicht auf Festivaltour seid oder Konzerte habt oder sowas und ich komme nach Mecklenburg-Vorpommern, was muss ich gesehen haben? Die Ostsee. Ja, die ich würde Torfbrügge, so, da würde ich empfehlen. Torfbrügge ist so eigentlich mit. Nee, stimmt, dann ist das. Also auf keinen Fall nach Torfbrügge. Nee, ich weiß nicht. Also, das ist auch wieder so eine Hassliebe, das durchzieht auf jeden Fall mein Leben ganz immer so viel Hassliebe. So diese Ambivalenzen, ja. In Mecklenburg ist halt mega viel Scheiße, du hast halt mega viele Nazis, die Nazis sitzen im Landtag. Mecklenburg-Vorpommern ist ins schlechte Licht gerückt worden durch die ganzen Vorkommnisse und sowas. Zu Recht. Natürlich, aber Mecklenburg-Vorpommern wird doch auch noch schöne Orte. Ich glaube, wir leben dort, also das meine ich mit der Ambivalenz, ja. Mecklenburg-Vorpommern steht in vielerlei Hinsicht zu Recht im schlechten Licht, ja. Da wählen halt einfach 40.000 Leute die Nazis bei den Landtagswahlen. Die NPD sitzt wieder im Landtag. Die Nazis sind extrem stark und auch so rechte Meinungen einfach sind in der Bevölkerung stark verankert, ja. Aber es gibt halt auch geile Leute, ja. Es gibt coole Freunde, es gibt coole Menschen, die auch irgendwie was machen. Und es gibt halt die Ostsee, es gibt schöne Orte, ja. Wenn ich könnte zum Beispiel nicht in Berlin leben oder so, ne. Da bin ich eine Woche und dann, keine Ahnung, kann ich mir das noch wegsaufen oder so, ja? Das meine ich so mit ambivalent, ja? Ich wohne eigentlich sehr, sehr gerne in Mecklenburg-Vorpommern, ja? Familie, Freunde, mehr Ruhe. Und ich glaube, das ist irgendwie, ja, sehr wichtig für uns. Irgendwie ein wichtiger Punkt auch innerhalb der Band oder so, ja? Der uns irgendwie auch natürlich verbindet, wo wir herkommen und wo wir aufgewachsen sind, ja? Und jetzt für mich oder für die Leute da draußen, gibt es irgendwelche Spots jetzt nochmal wirklich, die du empfehlen kannst? Ostseestadion oder was weiß ich. Also Ostseestadion geht natürlich immer. Ah, nee, heißt ja gar nicht mehr Ostseestadion. Doch, 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 heißt Ostseestadion. Heißt Ostseestadion. Okay, wir sagen also Ostseestadion geht immer. Aber so Ivenacker. Man sollte auf jeden Fall auch mal das Café Median in Rostock besuchen. Da stürzen wir eigentlich relativ oft ab. Oder das Ikuvo oder das Peter-Weiß-Haus. Also irgendwie so die Läden, wo wir abhängen. Das heißt, per se, einfach muss das schon cool sein, sollte man sich irgendwie reinziehen. Ansonsten glaube ich, einfach mal so lang fahren, auch wenn es sich so pathetisch anhört, so ein bisschen durch Mecklenburg fahren. Und dann wirst du halt echt geile Ecken sehen, ja. Einfach so ein bisschen die Augen aufmachen. Der Dars, ja, Usedom, Ueckermünde, Fusion Festival sollte man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Ja, das ist, findet immer am letzten Juni-Wochenende statt, da sind wir auch immer alle. Ja, nächste Woche. Nächste Woche Fusion Festival. Das ist auf jeden Fall was man auch irgendwie mitnehmen sollte, so als Festivalbesucher. Was sehr Besonderes, ja. Das Hurricane ist auch auf seine Art und Weise besonders, aber das Fusion Festival ist halt einfach affengeil. Schön am Bach, es liegt nicht nur am Alkohol. So vertraut und abgefuckt, ach was finde ich das schön. Mit diesen Menschen hier kann es immer so. Wir sind ja jetzt gerade in einer Zeit der geliebten oder verhassten Fußball-WM. Wie steht ihr dazu? Ist es eher Vereinsliebe statt Nationalstolz oder natürlich, oder? Ja, keine Ahnung. Also wir identifizieren uns mit keiner Nation, ja. Ich glaube, es ist bei uns einfach, es gibt Leute, die gucken gerne Fußball, ja. Es gibt Leute, die sind bei uns Hansa-Fans, also sind ja Hansa Rostock-Fans und gucken sich dann auch mal gerne den Vereinsfußball an. Aber bei der WM springen für mich halt einfach sehr, sehr viele, also ich werde mich mit keiner, oder wir werden uns mit keiner Nation identifizieren, ja. Und jetzt vor allen Dingen auch in Brasilien, ja, wie das hochkommt, einfach was da alles für eine Scheiße läuft. Weiß nicht, die Welt zu Gast, Demonstranten in den Knast oder so, ja. Die Leute werden halt irgendwie eingefärcht, alle reden von der tollen Fußball-WM, aber den Leuten geht's halt dreckig. Und irgendwelche Millionen werden halt rausgeschleudert und soziale Proteste werden halt irgendwie niedergemacht von den Bullen. Damit erklären wir uns natürlich solidarisch, ja. Und das ist das, was für mich gerade so in der WM mitschwingt, ja. Wir gucken uns irgendwie schon mal Spiele an, ziehen uns das irgendwie rein. Wenn ich gestern mit ein paar Freunden noch
habe ich mir England irgendwie das Spiel angeguckt, ja. Hoffe, es wird ein geiles Fußballspiel. Aber ich finde es auf jeden Fall krass, dass wenn man sich genau auch im Fernsehen DC reinzieht, ja, so die mediale Berichterstattung, dass ich habe eher so ein bisschen das Gefühl, das wird immer so ein bisschen gegen das schlechte Gewissen mal kurz erwähnt für eine Minute, ja. Aber damit wird sich dann nicht tiefgreifend auseinandergesetzt, ja, sondern das heißt, da hat's geknallt, da wurden irgendwelche Sachen entglast, die Bullen haben ein bisschen rumgestresst, die Demonstranten haben rumgestresst. Ja, das ist alles irrelevant, weißt du, das ist alles so, worum geht's? Warum gehen da die Leute auf die Straße? Was sind sozusagen deren Probleme? Weswegen machen sie das, ja? Das ist natürlich auch eine Selbstkritik, ja? Das ist ja bei einem selbst, ja, jetzt ist gerade präsent. Wann hat mich, vor einem Jahr hat mich Brasilien Scheiß interessiert sozusagen, ja? Was interessiert mich da, also, weißt du, sozusagen die Sachen, ich weiß, dass ich dann die Verhältnisse scheiße finde, ja, und dass ich es gut finde, wenn alle Leute irgendwie in der guten Gesellschaft leben, ja, aber so wird es ja auch bei ihm selbst sein. Dann ist es halt aus dem Blickpunkt raus und das ist halt auch wieder, genau wie in dem Interview schon vorher gesagt, es gibt halt einfach viele Ambivalenzen, ja, so und ich finde es gut, wenn Leute da auf die Straße gehen und finde es gut, wenn es da auch mal knallt und hoffe, dass da irgendwie was vorangebracht wird für die Menschen und da vielleicht irgendwie Gehör geschafft wurde für die Leute, ja, und dass das irgendwas gebracht hat, obwohl ich es irgendwie leider stark bezweifle. Aber dann könntet ihr heute nochmal den Leuten nach oder während eures Auftritts sagen, denkt nach dem Konzert oder nach der WM auch nochmal dran, weiterhin an Brasilien zu denken und bedankt euch nochmal ganz recht herzlich, dass die Leute hier auf dem Hurricane und nicht am Hockenheimring sind. Da bedanken wir uns ganz stark. Ja, definitiv. Das kann man wohl so Unterschrift. Unterschrift unter. Alles klar, Olaf Monji, ich danke euch ganz recht herzlich. Axel, ich freue mich. Lass die Haare wehen, ne? Das mach ich. Die letzten Tage lasse ich noch die Haare wehen. Oh, der Bounce, der fehlt. Dann habt noch viel Spaß und wir sehen uns bald.